Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Rome 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und dem doktastischen Doc Proof, der im letzten Part eine, ja, ich würde mal sagen, eher lausige Vorstellung vor Soloka abgeliefert hat, wenn da nicht noch die verbündete Armee eingegriffen hätte, um das Ganze nochmal zu drehen. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, schön. Beleidigung, Kompliment in einem. schön wieder dabei zu sein. Hallo Freunde der Spielkultur. sind jetzt auch direkt in meinem Turn drin, deshalb kann Günni direkt auch mal ruhig sein. Nein. Nee, die Schlacht war auch ganz gut. Also einer auf unserer Seite gestorben für zwei auf der Gegnerseite. Es kann auch schlimmer aussehen. Also vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass sie damit über 3000 Mann angerückt sind, war das doch schon mal auch recht bemerkenswert. Eben war auch natürlich, es gibt ja immer wieder das Problem, dass manche Zuschauer Ironie nicht so ganz verstehen, aber hier nur an der Stelle, also kalmer, ja, das ist natürlich nicht so gemeint, wie es jetzt geklungen haben mag. ja, insgesamt können wir doch mit der Leistung noch zufrieden sein. Sehe ich auch so. Vor allem, weil ich zuerst überlegt hatte, noch zu fliehen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Aber ich gebe dann gerne auch meine Armee ab einfach, weil ich finde es immer so, ich weiß nicht, so alles über 20 Einheiten in Rome 2 ist dann immer so, so anstrengend. Das ist wohl wahr. Und da ich dich ja auch noch hier habe, kann ich dich ja auch manchmal einfach so missbrauchen. Der Oberanstrengende, den du noch dabei hast, ne? Genau. So, normalerweise sollte ich jetzt aber, da wir ja die Armeen gut zerschlagen haben, mal eben gucken. Das bringt mir natürlich gar nichts, da reinzuschauen. Also einen recht starken General hat er noch. Überlege, ob ich ihn vergifte oder ob ich einfach wirklich versuche, den General zu töten. In jedem Falle. Nee, die Chance ist eigentlich echt nicht so gut. Was wolltest du sagen, in jedem Falle? In jedem Falle, wenn du Soloka hast, ne? Dann können die Skythen nicht mehr viel machen, weil das ist ja immerhin ihre Hauptstadt und es ist eine Festung. Also ich meine, du kannst das ja relativ gut verteidigen mit Infanterieeinheiten. Die haben ja nur Fernkampf-Kaff, ne? Ja. So, da kann ich die Belagerung erstmal fortsetzen, weil Unterstützungsarmee mit dran setzen. Exakt. Dann habe ich nämlich im automatischen Kampf 82%. Ich will jetzt auch nicht kleinlich sein. Wenn ein oder andere Truppe stirbt, dann ist das auch okay. Wir hatten ja letztes Mal schon eine große Schlacht gegen die Skythen. Ja, aber da hat doch ganz gut was überlebt. Ich habe nicht mal eine Truppe verloren. Ne? Es hat alles überlebt. Ich habe nichts verloren und ich habe jeden Gegner vernichtet, der da war. Tipptopp. Da ist die automatische Berechnung ja auch ein bisschen besser geworden. Mein LP ist ja auch erstmal abgebrochen mit Rom. Ich habe nur auf Fresse bekommen, aber lustigerweise unter dem letzten Part, wo ich gesagt habe, okay, ich breche an der Stelle ab, haben alle gesagt, das ist das beste LP, was ich jemals gemacht habe. Wahrscheinlich nur, weil ich mich aufgeregt habe, durchgehend. Ja, aber man sollte auch nicht unterschätzen, die Leute wollen ja auch mal sehen, wie man eine Schlacht verliert, ne, und so. Und wenn es so komplett rund läuft, ist es ja auch manchmal nicht so interessant, ne. Ist richtig, ja. Das stimmt wohl nochmal. So, jetzt habe ich Minus 31 hier ist schon mal ganz, ganz tolle Zahl. Da haben wir Tanais. Wer sitzt denn da drin? Ach, die Kimmerer. Chimera. Oh, jetzt muss ich auch wieder zur nächsten
Region soweit laufen. Aber erstmal müssen meine Truppen sich eh regenerieren. Ein bisschen feiern auf ihren Sieg. Frauen vergewaltigen und sowas, was halt man früher gemacht hat als barbarisches Volk. Was die Barbaren halt so gemacht haben, ja. Pontos ist ultra mächtig. Ach, noch Fähigkeiten. Hast du mal geguckt, wie mächtig Pontos ist? Nein, natürlich nicht. Die sind ultra mächtig. Ich muss noch Hierapytna einnehmen, sehe ich gerade, damit ich die Provinz komplett kontrolliere. Wäre vielleicht ganz interessant. Ja, Städte ausbauen, Geld sparen, spare, Häusle baue. Und so, generell kann ich, glaube ich, jetzt schon nichts mehr bauen. Weil dann, Kapital schlecht. Dann warte ich die Runde. Tu das. So, ach, sind da ein paar ist ja schon die Rebellenarmee. Die ADI können jedenfalls momentan nichts machen. Gut, gut. Schneller, ihr Verfluchten! So. Etwas flotter bitte. Oh, ich glaube, es leckt gerade so ein bisschen, hä? Da läuft eine Riesenarmee in meiner Region rum. Genau. Und Krieg! Volle Absicht. Wo willst du denn hin? Zu den, Genau zu denen. Da. Du willst den Eraviskan hoch? Jo. Ich piek's mal die Rebellen so ein bisschen an. Das ist wieder eine Provinz, die ich niemals voll kriege. Ich kenne nichts außer Erfolg. Ich bin das Messer im Dunkeln. Die Zerstörung bereitet mir Freude. Das ist zwar relativ teuer, aber da können meine Agenten ganz gut üben. Der Proof ist nachher nicht so schwer, damit die niederzuschlagen. Ach ja, macht's für dich nochmal ein bisschen einfacher. Ne? Also ich glaube, meine, selbst meine Garnison hätte es einfach gemacht. Oh, meine what? Truppen sind zwar angeschlagen, aber na okay, vollständig verstärkt in neuen Runden. So, die Truller hier, die schmeißt mal den Kulturkonverter an. Ja, das werden jetzt ein paar flotte Runden bei mir, schätze ich mal. Da wird sich jetzt gar nicht so viel tun, zumindest nicht auf die Schnelle. Ja, vor allen Dingen, ja. Ja, genau. Ich muss bei mir eh nur auffüllen. Ja, ich werde jetzt auch so ein bisschen die Echo versuchen zu stärken. Die Eraviska ausschalten. Die kommen mit einer Fullstack, das ist aber ätzend. Ja, vor allem stehen ja an meiner Grenze. Ja, ja, keine Sorge, ich bin da ja auch in der Ecke. Die laufen bestimmt über Segestia, Yada, Delminium runter bis nach Epidamnos. Belagern das dann oder so. Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich werden sie einfach meine Stadt einnehmen. Denkst du?
Natürlich. Also ich bin jedenfalls um die Ecke und könnte da helfen, ja? Also falls da wirklich was passiert. Weil sie sind natürlich unfreundlich gegen mich eingestellt. Ach, und ich habe gar keinen Nichtsangriffspakt mehr mit denen. Aha. Ich dachte, Vielleicht ich doch hätte nicht so einen gehabt. unwichtig. Ach, vielleicht war es damals das Friedensangebot. Das wollten sie dann wahrscheinlich relativ schnell durchbringen bei mir. Das kann es natürlich auch noch gewesen sein. Renn nicht weg, doofes Ding. Yeah! Wen greifst du an? Die Die Rebellen? Rebellenarmee. Ah ja. Wen denn sonst? Aber ist bis ganz hinten natürlich nicht. Geht mal ein bisschen weiter zurück. Da haben wir noch 200 übrig. Mal eben kurz in Diplomatie rein. Die Kimmerer mögen mich zwar auch nicht. Chimera. Chimera. Die wollen natürlich auch keinen Nicht-Angriffspakt. Aber. Wo ist Motherfucking Athen? Athen rennt doch hier irgendwo noch rum. Oh ja, Pontus ist ganz schön stark. Rom ist schwach wie immer. Das ist ja so immer der Witz, ne? So Rom ultra abkackt. Also in meinem LP sieht man, warum Rom immer abkackt. Bist du da so mies? Ja, ohne Ende. Also ich habe zu viele Feinde auf einmal, habe auch hier die römische Familie genommen, die halt keine Diplomatie hat. Weil die Ja. direkt bei allen unten durch ist und dann werde ich einfach Ja. von allen Seiten erledigt in Ja, 16 sehr geil. wundervollen Parts. Das ist Ja. echt super gelaufen. Das war ja auch in dem Let's Play Against mit Pilo, war das ja so, dass der ja auch die Karthager-Fraktion hatte, die halt auch den größten Diplomatie-Malus bekommt. Und da hat ihm ja auch jede Fraktion, die er getroffen hat, 2 Runden später hat die ihm den Krieg erklärt. Und bei mir war es so, ich hatte 2 Runden später mit jeder Fraktion, die ich getroffen hatte, ein Handelsabkommen. Das war so geil. Diplomatie ist halt recht wichtig, das ist nicht zu Ja. unterschätzen. Es ist echt merkwürdig. Ich habe hier eine Armee. Ich kann mit der keine Gewaltmärsche machen. Wurde das gepatcht, dass man die jetzt vorher machen muss, bevor man die Truppen bewegt? Das könnte ich mir Ich habe fast keine Ahnung. vorstellen. Du konntest das früher noch am Ende des Zuges machen. Ja, Also wie. beziehungsweise erst normal laufen und dann konntest du immer noch Gewaltmarsch machen. Das sieht im Moment ein bisschen anders aus. Aber gut. Nee, nix, was auf die öffentliche Ordnung geht, Ladies. Nahrung ist okay. Alles, was mir Geld bringt, ist auch super. Der Sandalenfritze, der läuft mal auch hier runter. Der ist eh viel zu alt. Dem fällt gleich der Kopf ab. So alt ist der und dann lauf du doch mal hier rüber. Bei unseren Busenfreunden vorbei. Den Tusku. Schwester. Was machst du hier? Machen mal zack. Wir könnten in Makedonien tatsächlich ein bisschen mehr balkanische Kultur gebrauchen. Damit wir aus den Makedonen mal richtige Mazedonen machen. So.
Ja, das sind alles Steuerprovinzen, krass. Okay, nächste Runde. Ja, Leute, das tut mir leid, aber es wird wahrscheinlich noch ein kleines Momentchen dauern, bis wir das nächste Gefecht sehen werden. Günni macht ja schon den Turbo. Bitte? Du machst ja schon den Turbo. Also für mich, also ich habe selten Runden so schnell weitergeklickt wie heute, ja. Ach, die, unser Reitervolk möchte gerne Frieden schließen mit mir. Ach. Boah, da muss ich aber mal gucken, da will ich Geld haben. Ich mache jede Wette, dann machen die keinen Frieden mit mir, weil sie pleite sind oder irgendwie so sind, sich denken, ach, dann plündern wir halt die dämlichen Odrysen oder Odrysen. Ja, die können mir eh nur 1000 geben, aber ich kann es gerade gebrauchen. Ja. Ja, da gucke ich mal, ob die vielleicht sogar noch einen Frieden mit mir machen wollen würden. Ach. Die, dessen Namen ich zwar schon falsch ausgesprochen habe, die wollen auch einen Nicht-Angriffspakt mit mir. Ah. Ich geben die mir auch noch mal ein bisschen Geld. Nee, die haben noch weniger Geld als die Skythen. Egal, machen wir es mal mit. Meine Truppen brauchen eh noch ein bisschen Zeit, um sich wieder aufzubauen. Die Araviska haben sich übrigens zurückgezogen. Ja, ich hab's gesehen. Die sind wieder abgezogen. Abgezischt sind sie. Ja, machen wir mal, dass ich den Würdeträger wenigstens auch mal rekrutieren kann. Ach, die Klöten. Ich habe meine Klöten schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil ist. Oh, Ägypten mit Athen haben sich verbündet. Unsere beiden Feinde. Die sind ja die ganze Zeit schon verbündet. Aber where the fuck is Athen? So, 2400. Was kann ich denn Schönes noch machen? Ach, abreißen ist umsonst. Werde ich aber machen, weil werde ich mich hier auch eine Halle aufbauen. Wie viel Lebensmittel schmeiße ich weg? 5. Kann ich aber erstmal mit leben. Geil, wenn ich hier das Dorf upgrade, habe ich plötzlich weniger Garnisonen drin als vorher. Geil. So muss das. Was für ein Blödsinn. Ja, das muss ja schon irgendeinen Nachteil haben, wenn du deine Städte ausbaust, ne? Richtig, es darf... Man darf es ja nicht zu sicher fühlen. Da darf man keinen Vorteil durchbekommen. So, dann ziehen wir euch mal ab nach Ulbia. Hier lassen wir die Armee stehen. Jetzt sind wir wenigstens plus 3 schon mal bei der Ordnung. Mein Spion habe ich ja schon mal ein bisschen vorgeschickt zum Gucken. Vor allem kann er schon mal ausspähen, wie die denn hier so aufgestellt sind. Na gut, machen wir erstmal Ende. So, dann schauen wir mal. Wir haben den Rambok erforscht. Das ist doch mal ein guter Anfang. Wenn man irgendwo rein will, ja. Ich kann jetzt endlich auch einen Tischler bauen, so muss das. Rekrutierungskosten, Unterhaltskosten. Ja, ist eigentlich ganz cool, aber ich glaube, ich sollte mich jetzt auch mal so ein bisschen noch auf zivile Technologie
konzentrieren. 7 und 9 Runden. Boah, Alter, dauert das lang. Reduziert halt die Korruption. Muss mehr Farmen bauen, die Forschung reduzieren um 2%. Ja, ich bin schon, ich mach sowas schon. -5 Korruption in allen Provinzen. Wie viel Korruption haben wir denn momentan? 8%. Das geht eigentlich noch. Das ist gar nicht mal so viel. Wir haben jetzt Athen zu einer barbarischen Stadt ausgebaut. Das ist ja auch herzallerliebst. Die Römer haben die auch eh Barbaren genannt. Haben die Römer nicht die Griechen sowieso Barbaren genannt? Umgekehrt. Ah, okay. Genau. Die Griechen haben die Römer Barbaren genannt? Ja, klar. Also die Römer waren doch für die... In den Augen der Griechen waren die Römer total unzivilisiert. Willkommen. Ich dachte, das war eine beidseitige Geschichte. Vergeudet keine Zeit, die besser mit So, ich habe jetzt auch Frieden mit den Skythen gemacht. Für 1000 Kröten. Oh yeah. Haben sie dir gegeben? Haben sie mir gegeben, genau. Ja gut, dann kriegst du wenigstens dasselbe wie ich. Genau. So, du bewegst dich hier hoch. Ich muss mir jetzt noch was überlegen, was ich jetzt forsche. Vor allen Dingen, ich brauche da irgendwann... Also irgendwie kackt hier überall immer die öffentliche Ordnung ab. Ich finde das nicht gut. Verstehe das irgendwie nicht. Ja, was kann ich denn noch bauen? Ja, die Versammlungshalle, die bringt halt aber nicht so wirklich viel. Das bringt auch nicht so wirklich viel. Du hast ein Level gekriegt, das ist gut. Haha, ich glaube, meine Frau versucht mich gerade anzurufen. Jedenfalls klingelt hier das Telefon im Hintergrund. Kann jetzt aber schlecht rangehen. Ich nehme doch gerade auf. Ich bin letztens drangegangen, als mein Vater angerufen hat, während ich aufgenommen habe. Ja, stark. Hätte ja auch wichtig sein können. Ja, ja, klar, klar. Ging aber nur um Essen. Also sowas typisches Eltern. Also ja, ist ja auch was. Essen ist ja auch was Wichtiges, ne? Ja, vielleicht bin ich deshalb auch dran gegangen. Essen umsonst. Können aber auch nur Leute verstehen, die nicht zu Hause leben. Ja. Und Single sind, keine Frau haben. Soll ich das Ding da umbauen? Aber das ist eigentlich auch nicht so wichtig momentan. Ich brauche halt Geld. Ich brauche halt so viel Geld. Na, komm hier, weiter geht's. Ich mache auch irgendwie weniger Geld jetzt schon wieder. Ich habe doch nur Sachen aufgelöst. Oder habe ich noch irgendwelche? Ich muss mal gerade überlegen. Habe ich irgendwelche Sachen gebaut, gekauft, rekrutiert? Eigentlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Winter irgendwelche Einfluss hat auf den Wohlstand bestimmt, von Landwirtschaftsgebäude. Ja. Bestimmt, bestimmt. Schön, dass es unsere Haupteinnahmequelle ist. Ja, jetzt im Frühling habe ich auch wieder mehr Einkommen auf einmal, ja. Das stimmt. Beigabe. Bom, 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 bom. Sehr schön. Und ich habe irgendwie extra Geld gekriegt durch irgendeinen Abenteuerscheiß wahrscheinlich.
Cool. Bauen wir den da mal weiter aus. Das kann man in die Gruppe schicken. Reitkraft, da haben wir einen ausländischen Agenten entdeckt. Ja. Auch einfach mal querfeld ein. Also du hast jetzt auch Frieden mit den Skyt. Mit wem hast du denn jetzt momentan noch Beef? Beef habe ich mit Athen und Ägypten. Ansonsten war es das. Interessant. Halt echt gerade. Also wenn du noch irgendwelche Eroberungspläne schmiedest, dann sag mir Bescheid, ne? Ich habe noch eine Fullstack-Armee, die ich demnächst dann auch wieder einsetzen kann. Ja, natürlich. Sag ich dir gerne Bescheid. Aber ich habe genau dasselbe Finanzenproblem wie du. Ja. Deshalb kümmere ich mich erstmal darum. Guck ich auch mal, ob ich die Steuer anheben kann. Boah, Vater, ey. Plus 6, plus 9, plus 0. Das wäre also das Maximum, was Malva vertragen kann. Ist ja bitter hier. Aber Malva geht es ja eigentlich ganz gut. Da können wir bestimmt auch noch eine Stufe höher. Minus 8, 0, minus 2, 1, minus 8. Ach komm, damit kann ich erstmal leben. Da habe ich nächste Runde fast 4000. Also nicht dann eingenommen. Jetzt spare ich 1700. Ja. Yeah. Das ist doch schon mal nice. Aber Hauptsache, man kommt wirklich dazu, mal seine ganze Infrastruktur ein bisschen hochzuziehen. Für den Sturm! Bewegt euch! Kontos scheint aber. Ah, nee, haben sie nicht. Ich dachte, die hatten Krieg mit den Chimären. Aber die Chimären hatten schon die ganze Zeit die zwei Städte hier. Panagori und Anai. Ah. Und du wirst jetzt da oben mit deiner 20er-Stack-Armee versuchen, 19er. Ja, ich guck mir das auf jeden Fall mal an, dass da irgendwas geht. Ansonsten komme ich mit einer Armee rüber. Im Moment bin ich ja recht safe hier im Osten. Ja. Also ich denk mal. Ja, 3 Runden müsste ich da sein. Kann ja bei unseren Brustfreunden durchmarschieren, aber auch bei den jetzt nicht mehr Beefy heißen, sondern Apulia. Ja, also ich habe mir gedacht, ich schaue mir das jetzt mal an. Wenn wir Glück haben, dann machen ja die die Apulia mit. Das wäre dann irgendwie ganz gut. Ach, warte mal, ich könnte die mal vielleicht die Arabiska mal gerade so als Kriegsziel hier festlegen. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich habe gutes Bier bestellt. Ja, die Apulia haben gutes Bier bestellt. Also hat er zumindest gesagt. Redet ein, Freund, und sprecht. Es gibt viel zu bereden und womöglich vieles zu vereinbaren. Ach, Sardis ist eine Satrapie der Seleukiden. Okay. Das ist eine relativ große Satrapie der Seleukiden. Im Namen unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun lasst uns gemeinsam weiter. Die Seleukiden haben ganz schön viele Kriegsgegner. Funny stuff, okay. Krass, ja, ich sehe jetzt auch übrigens gerade Ägypten. Moment mal, das gucken wir uns mal kurz. Nee, ich sehe Ägypten nicht wirklich.
Und du meinst einen Weihnachtsbaum? Ah, sehr gut erkannt. Ja, ist der heute schon Weihnachten? Lang ist es nicht mehr. Ja, typischerweise, also ich habe ja, glaube ich, schon die ersten Lebkuchen habe ich schon im August irgendwo im Supermarkt Richtig. Im Angebot gesehen, im Edeka oder so. Da werden die ersten Spekulatio aus dem Kühlregal geholt. Ja, ist schon echt krass, ne? Da werden die Osterhasen werden halt direkt umgeschmolzen. Oh, da kommt Besuch. Ja. Die Wanderer. Der hat so Axtkrieger, die ich gerade schlecht einschätzen kann. Wie heißen die denn? Ich zieh mich mal zurück. Fall zurück! Wir suchen Schutz. Ja, zurückziehen macht er ja auch nichts. Was soll passieren? Jo. Er schützt ja nur seine Grenzen. Ach, mein Spion ist gestorben. Natürlicher Tod. Aber mit diesen traurigen Nachrichten können wir auch den Part jetzt abschließen. Oh, okay, alles klar. Oh. Ja. Und hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder genau. heißt. Genau, dann sage ich, macht's gut, bis bald. Pax vobiscum, Valete. Bis dann.